Ich schlage mich nicht mit Mädchen. Hier schlägt sich keiner mit keinem. Das ist ein Selbstverteidigungskurs. Du darfst nicht schlagen und du wirst nicht geschlagen. Du hast also nichts zu befürchten. Es geht nicht darum, dass ich irgendwas befürchte. Na los, du packst da schon. Gebt euch die Hand. Fangt an! Komm schon, Junge! Nicht aufgeben! Es ist noch nicht vorbei, wer denn? Das ist ziemlich erniedrigend. Das hätte er nicht gedacht. Bravo, junger Mann. Alles in Ordnung? Vergessen Sie Ihre Broschüre nicht, Mademoiselle. Das ist ganz schön eingesteckt. Hast du sie etwa gebissen? Nein, ich habe Druck auf Ihr Handgelenk ausgeübt. Aha. Wenn alle Tussis diesen Sommer so drauf sind, kann ich nur sagen, vive la France. Alle unsere Gartenhäuser sind Unikate. Und wenn ich mir Ihr Haus so ansehe, würde ich Ihnen die Modelle Rochelet oder Panama vorschlagen. Hier. Die Fotos dienen aber nur zur Orientierung. Wir berücksichtigen die Architektur des Wohnhauses sowie Ihre Wünsche und Bedürfnisse. Unser Ziel ist es, die Harmonie zu erhalten. Madeleine, kannst du mal herkommen? Wir möchten deine Meinung hören. Chérie, welches gefällt dir am besten? Ihr müsst von denen gar nichts kaufen. Die sind Abfuhren gewöhnt. Das gehört zu ihrem Job dazu. Madeleine! Das ist doch wahr. Wenn ihr unbedingt sowas Albernes kaufen wollt, dann fragt mich nicht. Unsere Produkte sind fabrikneu, Kesseldruck imprägniert und haben 5 Jahre Garantie. Hören Sie auf mit Ihrem Vertretergequatsche, das nervt. Natürlich werden Sie nie sagen, wir verkaufen Ihnen Bruchbuden, die morsch sind. Aber selbst wenn Sie aus Gold wären, wären Sie beschissen. Es ist absurd. Sie verstehen doch gar nichts von Außeneinrichtungen. Sie wurden um Ihre Meinung gebeten, nicht hier eine Show abzuziehen. Lass es gut sein, Arno. Wie findest du denn das da? Mir gefällt das hier am besten. Gut. Sie können sich in aller Ruhe entscheiden. Ich schlage mich nicht mit Mädchen. Hier schlägt sich keiner mit keinem. Das ist ein Selbstverteidigungskurs. Wenn alle Tussis diesen Sommer so drauf sind, kann ich nur sagen, vive la France. Was macht ihr da mit meinen Dachziegeln? Du schwimmst irgendwie komisch. Ach, findest du, das ist Kampfschwimmen. Hallo? Ich will mich verpflichten. Jetzt braucht man fürs Militär schon einen Vorbereitungskurs? Kommt auf das Regiment an. Ich will zu einem der härtesten und die nehmen einfach nicht jeden. Da verlangen sie vorher einen Test. Du musst eine rohe Sardine essen. Die hat sie wirklich nicht alle. Ist irgendwie eigenartig. Eigenartig? Mann, die ist komplett durchgeknallt. Das Heer bietet einen 2-wöchigen Vorbereitungskurs an. Kostenlos. Du überrascht mich, die sind hart drauf. Das Heer ist der größte Anwerber Frankreichs. Der zweitgrößte. Im Augenblick steht McDonald's an der Spitze. Überraschung. Was machst du denn hier? Ich will den Kurs mitmachen, so wie du. Das schaffe ich nicht. Wenn du es nicht schaffst, dich auf eine Nadel zu konzentrieren, überlebst du nicht. Weißt du, was Doppelvisualisieren ist? Du schlägst also gegen meine Schulter, klar? Dabei doppelvisualisierst du meine Schulter, so als wäre sie 30 cm hinter sich selbst. Ich glaube, ich habe dich doppelvisualisiert. Ja, ich glaube, du hast mir sogar die Schulter ausgerenkt.